Abstieg oder Rettung? Diese Probleme muss der HSV jetzt lösen. Am Volkspark ist in den vergangenen Wochen kein Stein auf dem anderen geblieben. Alles fing an mit der Wahl von Bernd Hoffmann zum neuen Präsidenten. Der wurde dann auch Aufsichtsratsvorsitzender. Dann wurde der Vorstandsvorsitzende entlassen, der Sportdirektor. Dann gab es dafür einen neuen Vorstandsberater, einen neuen Trainer. Und jetzt haben wir eigentlich auch so ziemlich eine neue Mannschaft. Bernd Hoffmann, die neue Nummer 1 beim HSV, hat in kürzester Zeit Fakten geschaffen. Aber wer geglaubt hat, dass jetzt die Großbaustelle HSV geschlossen ist, der sieht sich getäuscht. Es gibt mindestens 4 Probleme, die der HSV jetzt lösen muss. Und zwar ganz unabhängig davon, ob er die Klasse halten kann oder nicht. Problem Nummer 1, die Mannschaft. Wallacy, Kyriakos Papadopoulos, Mergin Mavrai, gleich 3 Spieler, die im vergangenen Jahr den Klassenerhalt mitgesichert haben, hat Christian Titz abserviert. Klar, Egoismen können nicht geduldet werden und Titz hat auch einen ganz klaren Plan davon, wie der HSV spielen soll. Aber er geht damit auch ein hohes Risiko. Keiner kann von ihm erwarten, dass er die Klasse hält. Aber nach dem radikalen Umbau kann ihm das Ganze natürlich mit der nächsten Niederlage schon um die Ohren fliegen. Und all die, die glauben, dass Titz der richtige Mann für den Neuaufbau des HSV ist, werden dann schlechte Argumente haben. Und ihren Preis haben Titz Entscheidungen so oder so. Der HSV hat für die 3 Spieler im vergangenen Jahr ungefähr 17 Millionen Euro ausgegeben. Und jetzt kann es passieren, dass er sie im nächsten Sommer deutlich unter Wert wieder abgeben muss. Und damit sind wir bei Problem Nummer 2, den Finanzen. Mehr als 30 Millionen Euro müsste der HSV aus Transfers im Abstiegsfall erlösen, um die Lizenz für die zweite Liga zu bekommen. Das ist schwierig bis sogar unmöglich. Aber zum Glück hat der HSV ja einen Retter. Oder nicht? Klaus-Michael Kühne hat sich bisher noch nicht eindeutig geäußert, ob er dem HSV noch mal helfen würde. Nur eins hat er gesagt. Wir sind alle voller Hoffnung. Hoffmann, Hoffnung, das passt zusammen. Also warten wir mal ab, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Hoffnung scheint es also noch zu geben. Und zwar, dass Klaus-Michael Kühne die Lust am HSV nicht gänzlich verloren hat. Eine andere Chance hat der HSV wahrscheinlich gar nicht. Einen Sportdirektor hat der HSV nicht mehr, aber einen Direktor Sport, den hat er noch, nämlich Bernhard Peters. Aber weil der nicht so gerne vor die Kameras tritt, wurde Thomas von Heesen als Vorstandsberater engagiert. Aber dass der nächste Saison dann den Sportchef macht, das ist so gut wie ausgeschlossen. Denn Thomas von Heesen hat zwar eine glorreiche HSV-Vergangenheit, aber eine weniger glorreiche Vergangenheit als Trainer in Österreich. Da hat er nämlich Spieler trainiert, die er gleichzeitig auch unter Vertrag hatte. Und auch Bernhard Peters wird wohl nicht der neue Sportchef des HSV werden. Aber solange nicht klar ist, wer der neue Sportchef des HSV ist, ist auch nicht klar, ob Christian Titz Trainer bleibt und wie die Mannschaft der Zukunft aussehen könnte. Das sorgt natürlich für zusätzliche Verunsicherung im Verein. Mal ganz abgesehen davon, dass sich der HSV weiterhin zum Gespött macht. Was ist der Unterschied zwischen dem HSV und Karstadt? Karstadt hat die bessere Sportabteilung. Problem Nummer 4, das sind die Fans. Die waren in den letzten Jahren zwar der große Rückhalt des HSV und ohne sie wäre der HSV wahrscheinlich schon 3-mal abgestiegen. Aber jetzt haben sie offensichtlich die Lust verloren und einige wenige gehen nur noch hin, um ihren Frust abzulassen. Erst die Drohplakate, der Pyro-Eklat, jetzt zuletzt die Randale gegen Hertha. Was passiert eigentlich erst, wenn der HSV absteigt? Bleibt dann am Volkspark wirklich kein Stein mehr auf dem anderen? Auch dafür muss der HSV Vorsorge treffen. Wenn schon absteigen, dann wenigstens mit Klasse.